Gottlieb, herzlich willkommen im Akustikplayer 422 in der Abteilung Hot Lick. Und wir haben heute ein kleines Fingerstyle-Lick von Lindsay Buckingham aus einer Fleetwood Mac-Zeit im Angebot. Und zwar ist es ein Teil aus dem Song Big Love von 1987. Und man kann immer noch, oder man kann jetzt gerade ein wunderbares YouTube-Video betrachten, wo er das selber auf einer Akustikgitarre spielt und dazu singt. Ich glaube, im Original oder so wie er spielt, ist er noch ein bisschen schneller, als ich das gerade gemacht habe. Aber das ganze Lick spielt natürlich mit diesem Tempo und diesem Drive, der passiert durch den Steady Down und durch die Oberstimme, die mit den Hammer-Ons passiert. Man kann sowas nicht einfach nachspielen. Oder man, vielleicht können das einige von euch. Ich konnte das nicht, musste das üben. Und das macht man am besten so, dass man es wirklich Stück für Stück aufbaut. Dass man erstmal schaut, was macht der Daumen? Wir können diesen Steady Daumen üben. In Abbildung 1. Ich mache es hier mit einem leichten Mute. Muss man aber auch nicht. Man kann auch ein bisschen zurückgehen und das Ganze metallisch klingen lassen. Das ist erstmal der Daumen. Und da drüber im zweiten Takt, Abbildung 1, passiert dieses Hammer-On. Wichtig ist, dass das prägnant ausgeführt wird und in Time. Es ist wirklich eine Achtel. Nicht irgendwo, sondern richtig drauf. Denn es muss zwischen den, die Note, die gehämmerte Note E, muss zwischen den Daumen im Text liegen. Erst dann rollt das. Ne? Dritter Takt ist dann so. Auf der 2 und kommt eine hohe Note, das A, im zweiten Bund der G-Seite. Auch das ist was, was man extra übt. Wie fühlt sich das an? Eine Note, in dem Fall mit dem Mittelfinger zwischen den Daumen zu platzieren, zwischen dieses Steady-Daumen-Muster. Und wenn man das dann im Griff hat, kann man es zusammenbauen. Das ist der letzte Takt von Abbildung 1. Ja, dann hat man schon einen Großteil von dem Ding im Griff. Der Basston wechselt. Wir gehen zur Abbildung 2. Wir haben das G im Bass. Ich lasse ganz bewusst hier den Fingersatz mit zweiten und dritten Finger. Den lasse ich liegen. Weil das hinterher bei dem Tempo muss man gucken, dass man sich die Finger auch optimal setzt. Was passiert in Abbildung 2? Ich habe den Steady Daumen, den ich übe. Und da drauf erstmal ganz normal. Zweiter Takt, eine Note. Zweiter Bund, G-Seite. Dritter Takt ist wieder eine dazwischen gepickte Note, zweiter Bund, D-Seite, also das E. Auch extra üben. Zusammengebaut. Kennt ihr auch die Melodie vom Anfang? Ne? Ja. Und dann kommt dieselbe Hammer-On-Melodie, die wir für den Grundton A geübt haben, für den Grundton F. Ich spiele genau dasselbe in der Oberstimme, deswegen ist es gut, wenn der Fingersatz liegen bleibt. Ich mache nur das F drunter. Und jetzt kommt dieselbe Figur, die ich für G gespielt habe, mit dem Grundton E. Und jetzt haben wir eigentlich alle Elemente dieses Licks geübt. Wir können zur Abbildung 4 gehen und erstmal langsam spielen. Spielt wirklich langsam, damit das Timing funktioniert. Thank you.
Akustikbass. Warum nicht? Ja, dann das Ganze auf Tempo. Ja, gebt dem ganzen Ding wirklich einen etwas zupackenderen Sound. Das macht der Lindsey Buckingham auch. Der rockt also ziemlich. Zumindest live. Aber auch auf dem Studio-Take ist es eine beherzt gespielte Gitarre. Ja, wunderbares Lick. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben.